Jo, hallo Leute, schönen guten Abend, schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr seht. Hier die Lucifer News aus Braunschweig. Aspartam, ein kleiner Sieg für die Infokrieger, sage ich mal, möchte ich diesen Bericht nennen. Ja, viele haben mich auch schon gefragt, Mensch, du machst so viele Filme und sprichst so vieles an. Verheilt das alles oder wie geht das? Oder mich sprechen Leute an, was kann ich als einzelne Person denn machen? Ja, im Prinzip kann jeder Teil was machen, Leute ansprechen oder eben Sachen veröffentlichen, so wie ich das auch habe. Und ich habe jetzt einen kleinen Erfolg festgestellt, also den will ich jetzt nicht nur für mich sprechen, sondern für alle, die Informationen machen, Privatinformationen raushauen, um Leute zu warnen vor irgendwas. Das heißt also die privaten Videomacher, Infokrieger oder wie ihr sie nennen wollt. Ja, Aspartam ist allen bekannt. Aspartam ist ein chemischer Zusatz von Monsanto, der in Lebensmitteln reingemacht wird und der als einer mit der ja, gefährlichsten Giftstoffe bezeichnet wird. Sind in vielen Getränken drin, in Vitaminsachen und, und. Jetzt habe ich festgestellt, haben wir einen kleinen Erfolg erzielt. Und zwar, wenn ich beim Einkaufen gehe, man will ja auch mal was trinken. Geld ist ja auch nicht so viel da, dass man sich ja dauernd die teuren Sachen kaufen muss. Und gerade so bei billigen Limonaden und sowas ist meistens Saccharin und Aspartam drin. Kaufe ich persönlich nicht mehr. Aber ich habe natürlich doch ab und zu mal Bock auf eine Zitronenlimo und habe jetzt festgestellt, dass bei der Firma Penny. Die haben Zitronenbrause von der Firma Comet. Und wo ich jetzt das letzte Mal da war, sah ich zwei verschiedene Packungen und dann stand neue Rezeptur. Ich zeige euch das mal hier. Das sind diese Flaschen. Ja, die anderen Flaschen sind weiß und die sind gelb. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Und das ist eine neue Rezeptur. Das heißt, Saccharin und Aspartam ist rausgenommen. Ja, dafür ist Zucker und eben normale Stoffe wieder reingenommen worden. Und ich muss sagen, das ist ein kleiner Erfolg, den man ja wohl keiner drüber liest, wo keiner drüber spricht. Und ich finde also, das ist wichtig, das auch mal zu erwähnen. Das war durch unsere kontinuierliche Hinweise auf Aspartam, dass Aspartam drin ist, dass wir auch andere Leute informieren und sagen, Aspartam ist ein Giftstoff, macht einen Bogen darum, dass sich das rumspricht. Denn so können wir auf diese Weise die Industrie dazu bewegen, Sachen zu machen oder Sachen zu produzieren, die eben diese Giftstoffe nicht haben. Das ist ein kleiner Erfolg, will ich mal meinen. Muss aber mal erwähnt werden, damit viele Leute sagen, Mensch, ich kann da nichts machen und dann hört man nichts mehr davon. Doch, wir bewegen was, indem wir eben die Leute informieren, Videos machen, darauf hinweisen, dass Aspartam ein Giftstoff ist, der in Lebensmitteln ist. Das gleiche ist eben bei Genfood etc. etc. Es muss immer wieder angesprochen werden, man muss immer wieder darauf hinweisen. Es ist meist sehr langweilig, langwierig, nicht langweilig, langweilig wird es irgendwann auch, wenn man immer das Gleiche redet, aber es ist langwierig und manchmal verliert man auch die Lust, bestimmte Sachen anzusprechen. Ich habe das also, wie gesagt, auch bei Chemtrails, da sind gerade Leute, die Kinder haben, die sagen, das ist alles Blödsinn. Es sind eigentlich diese Leute, die sich dafür interessieren müssten und einfach mal nachfragen wollen oder müssten, aber die machen dann wieder die Scheuklappen. Und sagen, das interessiert mich nicht, was ich nicht sehe, das weiß ich auch nicht. Ich wollte nur, wie gesagt, nochmal darauf hinweisen, hier haben wir einen kleinen Erfolg gebracht. Vielleicht passiert nochmal in nächster Zeit noch was. Ich achte immer mal drauf, weil ich ja viele selber einkaufen muss und auch bei der Ernährung auf bestimmte Sachen achten muss. Und da fällt mir natürlich sowas ein, auf, wenn solche Sachen verändert werden. Also wenn er nächstes Mal Brause kauft bei Penny oder eben von der Firma Comet, achtet drauf, dass es das gelbe Etikett ist und nicht das weiße. Bei dem weißen ist noch Aspartam und Saccharin drin und hier ist eben Zucker und normale Zitronensäure und natürliche Stoffe drin. Ne? Wichtig, wie gesagt, hier kein Aspartam, kann man jetzt trinken.
ist recht günstig. Die Flasche 1,5 Liter liegen bei 45 Cent. Geht eigentlich noch. Nur wenn man gerade Kinder hat, sollte man darauf achten. Kauft die gelben Pullen, nicht die weißen. Ja, der kleine Erfolg, den wir gehabt haben. Vielleicht ergibt sich noch mehr Erfolge. Wir müssen bloß immer wieder darauf hinsprechen, wieder hinweisen, damit wir die Industrie dazu bringen können, solche Giftstoffe aus ihren Lebensmitteln zu entfernen. Ja, das war es soweit. Mein kleiner Bericht über Aspartan-Erfolge der Infokrieger. Bleibt schön sauber, bleibt trocken, damit wir uns bald wiedersehen zu den nächsten Lucifer News. Ciao.